Dass sich die Elektromobilität auf uns alle auswirkt, das ist bekannt. Und auch im Motorsport verstummen die Verbrenner immer häufiger. Ein Umstand, an den ich mich und bestimmt auch viele andere Menschen sich erst gewöhnen müssen. Und genau deswegen habe ich mich ans Steuer des Cupra Urban Rebel Prototypen gesetzt. Wir haben ihn euch als Computergrafik gezeigt. Wir haben ihn euch bei der physischen Premiere gezeigt. Doch so, wie wir ihn jetzt zeigen, habt ihr ihn noch nie gesehen. Seit Monaten machen wir euch den Mund schon wasserig mit dem Cupra Urban Rebel. Ja, ich würde sagen, jetzt ist Zeit, die Kiste muss fliegen. Doch bevor es zur kurzen Flugstunde geht, ein Blick, was aus dem Cupra Urban Rebel Racer eigentlich werden soll. Nämlich dieses freche Kerlchen, der Urban Rebel. Nur halb so muskelgeschwollen wie das Rennstreckenflügelmonster, doch trotzdem nicht weniger interessant. Und ganz im Gegenteil sogar, eigentlich ist der Urban Rebel im seriennahen Trim sogar noch spannender. Denn in ihm steckt eine Plattform, die im Volkswagen-Konzern, wo Cupra dazugehört, noch nie eingesetzt wurde. Dazu rückt der Elektromotor vom Heck, wie er zum Beispiel beim Cupra Born eingebaut ist, nach vorne auf die Vorderachse. Der Urban Rebel hat dann Frontantrieb, wird vorerst maximal 234 PS leisten und in 6,9 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Als Reichweite sollen bis zu 440 km möglich sein. Damit unterscheidet er sich technisch vom Urban Rebel Racer deutlich. Doch die Verwandtschaft zum Rennbruder kann nicht abgestritten werden, denn in den wichtigsten Punkten ähneln sich die beiden stark. Das Wichtigste ist das Helmkonzept, das wir haben. Es ist wie das Visier eines Helms und das ist ziemlich cool. Weil die Idee ist, dass der Urban Rebel nach vorne schaut, in die Zukunft und nicht zurück. Auch die Dynamik der diagonalen Linie an der Seite und genauso die Negativneigung der Hainase hin zur Stoßstange. Die Motorhaube ist sehr markant, sie ist sehr stark. Sie gibt einem das Gefühl, dass sie lebendig ist. Das Gefühl, lebendig zu sein, bekommt man auch am Steuer eines elektrischen Rennwagens, wie zum Beispiel dem Urban Rebel Racer. Er ist eine echte Skulptur. Flügeltüren, ein riesiger Spoiler am Heck, Carbon rundum und eine Lackierung, schillernd wie der Chitinpanzer eines Scarabeus. Mit 435 PS, 510 Newtonmeter Drehmoment und einem 0 auf 100 km/h Sprint in rund 3 Sekunden. Das verspricht pures Entertainment. Der Urban Rebel Racer ist ein erstaunliches Auto. Vor allem macht er sehr, sehr viel Spaß. Er ist für Rallycross entwickelt. Um ehrlich zu sein, er ist sehr einfach zu fahren und einfach zu driften. Er macht einfach Spaß. Und genau das werde ich jetzt überprüfen. Der feuerfeste Rennoverall zwickt und der Rennhelm sitzt streng. Perfekte Bedingungen für ein paar Einführungsrunden. Der Cupra Urban Rebel Racer beißt gut vom Fleck, zieht beherzt die Strecke herab und wiegt einem in einer gewissen Sicherheit. Doch davon lasse ich mich nicht täuschen. Der Urban Rebel Racer ist ein echter Rennwagen. Also wird's Zeit für eine letzte heiße Runde. Was für ein Ritt! Die Welt ist definitiv bereit für einen elektrischen Rennwagen vom Format des Cupra Urban Rebel Racer. Und da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, auch für seinen zivilen Abkömmling. Es dauert zwar noch ein wenig, bis der Cupra Urban Rebel in Österreich auf die Straßen kommt, nämlich dieser hier. Aber bis dahin, auf den könnt ihr euch schon richtig freuen. Wenn die Werkstatt aussieht wie ein OP und an der Hochvoltbatterie und auch an den Verbrennungsmotoren mit Hightech gearbeitet wird, dann ist klar, man ist nicht mehr in einer ganz gewöhnlichen Werkstätte, sondern man ist bei Pia.
Eine Werkstatt ist dann gut, wenn die Ausrüstung modern und die Mitarbeiter motiviert und gut ausgebildet sind. Modern, motiviert und gut ausgebildet. Das klingt in der Theorie zwar super, was das aber in der Praxis bedeutet, das schauen wir uns jetzt an bei der Porsche Interauto. Kommt's mit? Die PIA, so die sympathische Kurzform. Ein kompetenter Ansprechpartner bei allen Themen rund ums Auto in ganz Österreich. An den 44 Standorten der Porsche Interauto bieten wir unseren Kunden maßgeschneidert das beste Angebot für die jeweils gewünschte Dienstleistung. Und diese Dienstleistungen werden von den insgesamt 3.800 Mitarbeitern auf höchstem Niveau durchgeführt. Ein gutes Beispiel ist hier das Karosseriezentrum. Unser Karosseriezentrum, das zeichnet sich sicher einerseits durch eine gigantische Dimension aus, ja, aber andererseits auch die technischen Reparaturen, die wir durchführen können. Also wir können wirklich von kleinen Spot-Repairen, die den Kunden wo helfen, Geld zu sparen, aber auch sehr nachhaltig sind, weil wir Teile nicht einfach tauschen, sondern reparieren, bis hin wirklich zu großen Reparaturen, wirklich alles abbilden und durchführen und haben dazu auch das entsprechende technische Equipment und vor allem besonders wichtig auch die Mitarbeiter, die richtig geschult sind und auch mit diesem Werkzeug, was wir haben, umgehen können. Also sprich, wir haben da Spezialistentum für Aluminiumreparaturen. Wir dürfen sämtliche Konzernprodukte wirklich in allen Reparaturtiefen bearbeiten und ich glaube, das macht uns einzigartig. Einzigartig sind auch die Lackierkabinen selbst, denn diese sind besonders nachhaltig. Auch der Klimaschutz ist ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung. So werden zum Beispiel mittlerweile viele unserer Lackieranlagen mit Infrarot betrieben, also ohne fossile Brennstoffe. Und wir konnten seit Inbetriebnahme der ersten Infrarot-Lackieranlage rund 4000 Tonnen CO2 einsparen. Man geht mit der Zeit. Da ist eine Spezialisierung auf Elektrofahrzeuge eigentlich unabdinglich. Bei der PIA gibt es darum eigene Elektrowerkstätten. Ein E-Auto erfordert einfach andere Methoden und darum auch eigens geschulte Mitarbeiter, sogenannte Hochvolt-Experten. Diese dürfen nicht nur Batterien ausbauen, sondern auch öffnen und warten. Ein weiteres Thema der automobilen Neuzeit sind die Assistenzsysteme. Assistenzsysteme sind mittlerweile wirklich in allen Autos drin. Das ist ein Thema, das war früher immer nur der Oberklasse vorbehalten, aber mittlerweile wirklich in Kleinstwegen ist das schon drinnen. Und das, was man mal wissen muss, das sind eigentlich in Wahrheit Sicherheitsfeatures. Sicherheitsfeatures und Komfortfeatures. Und wenn ich heute Reparaturen an Fahrzeugen mache, wo ich Bauteile der Assistenzsysteme irgendwo ausbauen oder einbauen muss, ja, dann ist es nachher ganz, ganz wichtig, dass man die wirklich wieder richtig justiert. Und für unsere Kunden ergibt sich dann auch, dass das einerseits schnell durchgeführt werden kann und auch, dass das Personal dementsprechend wirklich auf das geschult ist und wirklich den Umgang mit den Werkzeugen, ich sage aus dem FF, beherrscht. Ja. Natürlich wird bei der PIA auch alles rund um konventionelle Antriebe, also Verbrennungsmotoren und dazugehörige Getriebe angeboten. Motoren können geöffnet und repariert werden, was einen Austausch vorbeugen kann. Damit ist auch klar, dass nicht nur neue, sondern auch ältere Fahrzeuge bei der PIA fachgerecht gerichtet werden. Wir freuen uns auch auf Fahrzeuge, die älter als 4 Jahre sind und hierbei dürfen wir ihnen Vorteilspakete anbieten, die maßgeschneidert sind auf ihr Fahrzeug zu dem Alter und wir dem Zeitwert entsprechend ihr Fahrzeug wertbeständig halten können. Auch können Kunden, die sich für ein neues Fahrzeug unserer Marken entscheiden, ein Service- oder Wartungspaket erwerben und damit sorgenfrei unterwegs sein. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Neuwagengarantie zu sehr attraktiven Prämien bis zu 10 Jahre oder 250.000 Kilometer zu verlängern. Das Firmenmotto lautet ein Leben lang PIA. Daher ist das Thema Kundenfreundlichkeit ein ganz wichtiges. Und dabei hilft natürlich auch die fortschreitende Digitalisierung. Das merkt man beispielsweise bei der unkomplizierten Möglichkeit, online einen Werkstatttermin zu buchen, aber auch bei der sogenannten Topcard. Die Topcard bieten wir für unsere Modelle von VW, Audi, Seat, Skoda und Nutzfahrzeuge an. Hierbei ist die Pickerlüberprüfung kostenlos. Das Räderdepot oder das Reifenumstecken ist kostenlos. Sie bekommen den Ersatzwagen für den Werkstättenaufenthalt bis zu 5 Tage in Folge kostenlos. Und auch der 15-Euro-Gutschein im Werkstättenbereich kann eingelöst werden. Reparaturen aller Art, Beratung und Verkauf. Die PIA ist ein echter Komplettanbieter. Und das merkt man an jedem Quadratzentimeter der 44 großzügig dimensionierten Standorte. Puh. Also das ist ja wirklich gewaltig hier. Also bei der Porsche Interauto machen sie wirklich alles rund ums Auto und das auf höchstem Niveau.
Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Zum Neuen oder zum Gebrauchten, da gibt es für mich nur den einen Weg, und zwar mit der Willhaben-App. Und damit habe ich diesen Ford Puma gefunden. Der kleine Crossover-SUV kommt mit 125 PS aus einem 1 Liter Dreizylinder. Das Aggregat ist lebhaft und macht Spaß. Dazu passt die verbaute ST-Line ebenfalls sehr gut. Sie ist nämlich nicht nur sportlich angespitzt, sondern auch umfangreich. Der Puma ist vor allem fahrdynamisch ein Gedicht und schafft es selbst mit ziviler Motorisierung, die Fahrer zu unterhalten. Das Fahrzeug steht übrigens bei Kfz Hödel in Kaimbach. Gesucht und gefunden. Natürlich mit der Willhaben-App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich ganz viel Spaß, und zwar mit unserem Podcast. Der heißt Herrgott, fahr doch, und den finden Sie auf Spotify und überall, wo es auch noch sonst gute Podcasts gibt. Von meiner Seite war es das jetzt aber. Servus und Baba. Nächste Woche in Go, wir fahren den Ford Ranger Raptor und den Volkswagen Taigo. Also unbedingt wieder einschalten. Go, powered by Turmöl.